Es gibt also doch ein Leben nach dem Opfer. Und das finde ich ein schönes Ende von Vault 11, ganz ehrlich. Es heißt nicht, dass man zwangsläufig sterben muss. Es heißt auch, dass es möglich ist, diese Vault ohne Abvergabe der ganzen Vault zu lösen quasi. Man muss nur ohne Waffen das Ding überleben. Und warum hat es... Ach, hier hat sich jemand erschossen wahrscheinlich. Mit der Kaffeetasse in der Hand. Was auf jeden Fall. Ne? So. Schönes Ende der Vault. Schönes Ende der Vault, der Quest, wie auch immer ich das nennen könnte. Ja, wobei so schön war das ja nicht, ne? Da sind schon ein paar Leute hier gestorben. Aber prinzipiell so an sich, dass da nicht mehr sterben mussten, fand ich gut. Das weitere unnötige Opfer. Aha. Kommandobogen. Vermieden werden konnten. Dass das Leiden ein Ende hat. Und deswegen verstehe ich jetzt auch diese ganzen Wahlplakate. Cut. Wenn ich natürlich so verrückt würde, dadurch, dass ich weiß, dass halt ich als Aufseher sterben müsste, würde ich auch sagen, ja, wählt bloß nicht mich. Wählt jemand anderen bitte. So, das ist einfach exakt, das ist Vault 101. Ganz ehrlich, guck dir das an. Das ist dieser Ausgang hier, Vault 101. Kommt gleich das Geräusch, die Musik da hier von Vault 101. Ich fühle mich gerade ein bisschen zurückerinnert an. Naja, nicht mehr ganz. Ich müsste jetzt eigentlich an dieser Stelle die Musik von Vault 101 einblenden. Vielleicht mache ich das, wenn ich mich daran erinnern kann. So, aber erstmal zum Handelsposten der 188. Na toll. Da ist ja ein Traum. So. Na, Durst? Ein bisschen. Klar doch. So, der hat nicht so viel. Wunderbar. Hat der Hilfsmittel? Nein. Okay, aber die hier haben... Na, obwohl, haben die funktioniert? Weiß ich gerade gar nicht. Ah, nee, wir wollen mal alle nicht ansprechen. Stimmt. Naja. Was ist denn der eine Waffenschieberhändler? Wow. KNKNRK. Traveler. Eine Karawane. Das ist äußerst gut. So. Hallo, brauchen Sie was? Ja, ja. Hier hat 8000, das ist schon mal sehr schön. Vorkriegsgeld. Bösen kriegst du auch hier. Vor allem aber erstmal dies hier und die hier und die und die und hat die Muni. 308, ein bisschen ja. Mehr nicht. Okay, die hat noch dies hier und die hier und die hier und die hier. Die, perfekt. Das Geräusche, ne, von diesen knarzenden, ist das richtige Wort?
so Trägern immer. Twiddler, 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 twiddler. Auch der da, der Verrückte. Hm, kann ich hier schlafen eigentlich? Nee, ist ja kein Bett frei, stimmt. Jo. Wo ist denn dieser Waffenhändler hier? Oder diese Waffenhändlerin? Wäre ich doch nur beim Tod Caesars dabei gewesen. Was für ein Abschlag. Auch nicht. Was? Alexander Petersen? Wer ist das denn? Gibt es einen Grund, aus dem ich mit Ihnen reden sollte? Ja, Sie können mir sagen, wer Sie sind. Ob ich verkaufe? Ja. Ob ich an Sie verkaufe? Nein. Tut mir leid, wenn ich Ihre Gefühle verletzen muss, aber Sie sind Kleinkram. Gehen Sie weiter. Sie wissen schon, wer ich bin. Ich hab quasi das ganze Ödland erkundet. Ich habe den Strip gesichert, die Legion ausgelöscht, die Pulverbanditen ausgelöscht, mehrere Banditenbanden ausgelöscht, die RNK wieder zurückgeführt, den Ja-Sager auf meiner Seite, Mr. House getötet, es zu den Rumsern geschafft, Cottonwood Cave ausgeschlossen, natürlich noch. Prim unter meine Kontrolle gebracht. Aber ich bin halt Kleinkram. Sie könnten da auf der richtigen Fährte sein. Wenn mir Waffenmodifikationen unterkommen, behalte ich sie mal. Schauen Sie sich um. Alternativ habe ich aber auch noch so kleine Sachen in Fallout 3 geschafft. So zum Beispiel, ganz unwichtig ist halt sowas wie Kampf gegen die Enklave, etc. Mir fällt jetzt nicht alles ein, alles Unwichtige. So, aber ich bin halt Kleinkram auf jeden Fall. So, hier haben wir noch ein bisschen. Plus 50, das ist ja richtig nice. Da haben wir ja richtig Sachen bei. Sehr schön. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Sie sind also Mitglied der Waffenschieber. Als wenn ich eine Ahnung hätte, was das heißen soll. Erzählen Sie mir von den Waffenschiebern. Die Waffenschieber geben seit mehr als 100 Jahren jedem, der sich selbst verteidigen muss, Schnellfeuer-Mordinstrumente in die Hand. Wir sind der wichtigste Waffen- und Munitionslieferant der RNK. Man könnte uns fast als inoffiziellen Teil der Armee bezeichnen. Was machen Sie? Ich bin Handelsvertreter und komme einmal in der Woche in McCarran und am Staudamm vorbei, um Bestellungen aufzunehmen. Meistens bin ich aber hier. Seit der Schließung der 15 kommen alle Karawanen hier durch und direkt zu mir. Ich prüfe Bestände und leite Lieferungen direkt weiter. Sicher ist es scheiße, hier rumzuhängen. Aber ist er nicht auf ewig? Und ich kann eine monatliche Sauftour auf dem Strip machen und trotzdem was sparen. Mhm. Und wo kann ich Waffen kaufen? Oben hängt meistens eine Waffenhändlerin herum. Ich bin sicher, dass sie sich um sie kümmern wird. Mir gefällt Ihre Einstellung nicht. Gefällt es Ihnen besser, wenn ich sage, dass Sie sich verpissen sollen? Aha. Nerven Sie immer? Ja. Gibt nicht viel zu erzählen. Ein oder zwei mit Waffen beladene Brahmin und eine ganze Menge gut bewaffneter Wachen, damit auch alles ankommt. Aber ein schickes Detail gibt's. Die Waffenkisten sind mit Sprengsätzen präpariert. Wer unsere Karawanen plündern will, wird kein Glück damit haben. Und so wird auch die RNK ausgerüstet. Das Einzige, was wir nicht herbringen, sind Energiewaffen. Ja dann, warum nicht Energiewaffen? Hatten wir früher, aber jede Karawane mit denen wurde überfallen und ausgelöscht. Und zwar von jemandem, der wusste, was er da tat. Wir denken, dass es die stählerne Bruderschaft war. Diese Irren sind ganz heiß auf Energiewaffen. Aber die RNK behauptet, dass die alle tot wären. Ja, das wird nämlich die Van Gogh-Familie gewesen sein. Aber die haben wir auch ausgelöscht, also ist auch, wir sind halt niemand. Das ist ja ganz klar. Da haben wir jetzt überhaupt noch irgendwas dabei, was irgendwie, oh, Stealth Boys hätten wir noch.
Aber die wollen wir nicht verkaufen, denke ich mal. Okay, hier habe ich sonst nichts. Munition, klar, aber die ist halt ziemlich viel gewichtig, ist das Problem. Diese Elite-Soldaten der Legion sind. So, machen wir weiter. Erstmal hier. Webcam Hauptquartier. Schön. Wow! Munition. Nehmen wir nochmal die Brandmunition. Hallo. 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 Warum bist du nicht tot? Wir sollten ja uns ja eh nochmal um diese Leiche von Ranger Morales kümmern. Und die sagten ja, ja, ist hier eine Falle, ne? Pipapo, bla bla bla. Ja. Haben wir gemacht. Haben wir uns umgekümmert. Können wir jetzt nämlich eigentlich theoretisch wieder zurück und. Warte, nein, wir gehen zu Camel Karen, klar. Und sagen ihr, jo, wir haben es geschafft. Da kriegen wir nämlich noch Erfahrungspunkte für. So, auch wenn das natürlich jetzt ein klar, ne, Zeit, pipapo, ich strecke das Let's Play, alles klar. Alles klar, alles klar. So. Lalalala. Die war irgendwo hinten beim Concierge, glaube ich. Oder so. Irgendwie da, keine Ahnung. Ich mach TCL, nee. Lass dich nicht mit mir machen. Das ist doch da. Ach, Konkurs, nicht Concierge. Ja, ja. So. Dürfen wir doch, ne? Ist doch kein Problem. Nelson gehört wieder uns. Ja, ja. So, sie war das, ne? Hallo. Haben Sie schon mit der Suche nach Esteban begonnen? Meine Wegbeschreibung war wohl nicht die beste. Ich hab sie nicht gefunden. Wer wollte das denn dann von uns? Leichnam Private Morales hat mich gebeten, den Leichnam ihres toten Mannes zu finden. Haben Sie schon mit der Suche nach... Ich. Egal. Das ist ja unfassbar. Da funktioniert das einfach nicht. Egal. Egal, egal, egal. So, weitermachen. Ja, wieder zu meiner 88er. Und gucken, was da so ist. Verlassene Hütte, Campingplatz Mount Shadow. Das denke ich mal, schaffen wir auf jeden Fall. Gucken, was auf den Schild. Ja, bist du denn? Ezekiel? Jemand hat Benny, den Obermotz der Vorsitzenden, in seinem eigenen Casino umgenietet. Gewalt erzeugt Gegengewalt. Ja.
Ich weiß zu schätzen, was Sie bisher für uns getan haben. Wer bist du? Hoppe Hoppe Reiter, eine Geschichte des Mongolischen Reiches. Aha. Oh Gott. Okay, okay. Machen wir das halt nicht. Weil sind das nur Schilder der Autobahn? Do not enter. Ja, das sind welche nur der Autobahn. Okay. Verlassene Hütte ist da. Ja, ne, da wird auf jeden Fall richtig Action sein in einer verlassenen Hütte. Warum verändert eigentlich immer die Munition, wenn man den Spielstand lädt? Auf den Standardmunition verstehe ich es aber nicht. So. Ist das das Ding da? Dieses Wellblechteil? Das würde ich noch nicht mal als Hütte bezeichnen. Ach du Scheiße. Ja. Ja, ist ja der Hammer. Da hat es ja richtig gelohnt herzukommen. Nur zum nächsten Ort, dem Campingplatz. So, aber ich will ja die ganze Karte erkunden, deswegen... Gehört das auch dazu? Bei solchen Orten frage ich mich halt, warum haben die eine Markierung? Entweder ist der da unten oder der ist da oben. Ich befürchte, er ist da oben. Nein, er ist da unten. Campingplatz Mount Shadows. Auch hier ist mal wieder nichts. Da ist ja der Hammer. So, Okay, wir gehen vom Bruderschaftsunterstopf aus. Bitte sei es nicht Nacht. Puh, es ist nicht Nacht. Es ist nur ein mega geiler Himmel. Nice. Da steht ein Zug im Nirgendwo. Da hinten sehe ich Helios One. Nicht Pepcorn. Und ein Bahndepot. Aha. Und da ist das Trip. Und wieder ganz viele nette. Warum halten die sich immer bei diesen Industrieanlagen auf? Sag mal. Na toll. Oh oh. Oh ja. Also, gehen wir doch aus dem Weg, Mann. Ja. Okay, und weiter. Ärger. Und da hinten ist auch noch einer, aber die mache ich glaube ich nicht, oder? Oder? Ne, ich weiß es noch nicht. So, bin Linde Todeskrallen. Die geben zumindest wenigstens mehr. So. Schön. Was haben wir denn hier drin? Im Gipsensteinbruch. Aha. Das ist ein Fall für meine Love and Hates. Würde ich mal behaupten. Oh, sorry. Was haben wir denn da? Da. So. Ameisen, ja, in friedlicher Koexistenz wenigstens mit den,
Todeskrallen. Aber hier ist sonst auch nichts. Da geht's in die Kronkorker. Kronkorker. Okay. In die Kronkorkenfälscherhütte. Das Wort meinte ich. So. Brandmuni lässt sich immer schön leben. Sind da Todeskrallen? Oder irgendwas harmloses? Todeskrallen auf so einer offenen Fläche sind die natürlich auch harmlos. Diese schönen Klanghölzer, ne? Schönes Instrument. Oder? Nein, sie bewegen sich eher so wie Casadore. Oh Gott. Hui. Ah, okay. Schön. Also, weiß ich nicht, ob das schön war, aber... Na, ja, weißt du, was abgeht. So. Ich hoffe, da sind einfach ganz viele Kronkorken in dieser Kronkorkenfälscherhütte. Weil es eigentlich ja, kann ich mir vorstellen, relativ einfach sein muss, Kronkorken zu fälschen. Klar, diese eine Frau von der roten Karawane. Roten Karawane, okay. Sagt ja, ja, es geht nicht, aber du kannst alles fälschen. Nix ist fälschungssicher. Oha. Oha. Da fliegt nur noch das Bein. So, in die Hütte. Okay. Spielzeugkasten, Spind. Munition. Das ist ja der Hammer. Oh, eine Kellertür ist hier noch. Ah, ist natürlich schon besser. So. Ein Radio ist noch irgendwo hier in der Nähe. Es ist nicht gut. Wegen GEMA. Geschichten eines Dörrfleischverkaufers aus Junktown. Feilschen um 3 erhöht. Haben wir ja noch nicht genügend. Ich glaube, es ist auch voll. Weiß ich gerade gar nicht. I love you. Sind total GEMA. Also. Alter, hat er wieder viele hier. Und die Nuka-Colas sind sogar auch noch voll. Ach, hier sind die leeren. Achso. Oh, nee, warte, die gefälschten, die bringen halt gar nichts. Ach, ich verstehe. Der hat sich die alle genommen, um sie dann hier, ne, mit Schrauber und Hammer und etc., Lackierpistole, alles zu bearbeiten. Nee, ich verstehe. Ja, ein richtig raffinierter Bengel. Der hat sich auch die extra die Automaten alles geholt. Na, das ja. Nice. Nice ist auch, dass die Folge zu Ende ist. Bis dahin und tschüss.